während des ersten Wahlgangs, die den Coup d'État einleitet, kommt es zum Bürgerkrieg zwischen den Identitaires, das sind die Eingeborenen Europas, rechtsradikalen Gruppierungen, die einzig die Angst vor der Überfremdung durch islamische Immigration vereint, und radikalen Dschihadisten. Diese im unversöhnlichen Gegensatz Abendland versus Morgenland ganz anderen stellen sich aber als ganz dieselben heraus. Tatsächlich gibt es in diesem satirischen Zukunftsschreckenbild so gut wie keinen Nicht-Europäer. Im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Marine Le Pen unter ihrem realen Namen und dem Front National und Ben Abbes unter fiktivem Namen für die Muslimbruderschaft befürchten beide, Identitär und Dschihadisten, dasselbe und verwandeln sich beide in dieselben. Wollten die Identitär zunächst den Sieg von Ben Abbes verhindern, so die radikalen Islamisten natürlich den von Marine Le Pen. Nach blutigem Bürgerkrieg in Paris kommt es zur Konversion der europaidentischen zur islamischen Partei. Das hat sie kommen in grande surprise. Und Marine Le Pen als einzig verbleibende Vertreterin der laizistischen Republik ist geschlagen, während alle bürgerlichen Parteien geschrumpft mit der islamischen Partei des Neuen Reiches freudig kollabieren. Der gemeinsame Feind, so stellt sich in dieser neuen Koalition heraus, ist weder der Islam noch die Republik, sondern die freie Frau, von der als politische Kraft ausgerechnet Marine Le Pen übrig geblieben ist. Die Frau nämlich, die nicht unter das Joch des Patriarchats gebeugt ist, die von der Republik versprochene Gleichheit in Anspruch nimmt und sich nicht als Sexobjekt oder Köchin einem Herrn und Meister unterordnet, wie Will Beck so nett sagt, als Vieh oder, das ist Michels Lieblingsausdruck, Femme Portefeuille.